sozusagen Bäume. Auf diesen Bäumen wird Vogelfutter nachgebucht in Form von musikalischen Motiven. Und von draußen kommen andere Kinder, die quasi Vögel sind. Und jedes dieser Kinder sucht sich einen dieser Bäume. Und das Futter drauf ist, was ihm gefällt. Und spielt dann das Motiv. Und dann rennt sie durch den ganzen Raum. Sie werden das schon sehen, bis alle wieder rausgehen. Thank you.
Ja, grüß Gott. Thank you.
Thank you.
Hans später schwer fallen. Und jeder, der etwas mit der Pädagogik zu tun hat, weiß es ganz genau, wie aufnahmefähig die Kinder sind und diese ohne Vorurteile jetzt in Bezug auch auf die musikethische Elemente aufgreifen können, mit denen dann der Ältere, der Erwachsene Schwierigkeiten hat. Das hat zu tun mit den Zeichnungen. Sie kennen die wunderbaren Kinderzeichnungen, die auch wie Picasso ein Vorbild waren. Und dann kommt so ein in die Schule und entschuldigen Sie bitte, nach den akademischen Richtlinien von den Lehrern manchmal zurechtgeschnitten und auf einmal aus einer wunderbaren Fantasie ist das nicht viel geworden, das allgemein. Das ist auch mit der Musik so. Ich habe mal mit Levin gesprochen, dem ersten Geiger des Julia String Quartetts, der eben solche Experimente in den New Yorker Kindergarten gemacht hat, wo die das ganze Quartett, wie es war, sich unter die Kinder gesetzt hat. Und die kamen und haben hier Pizzicato da gegrapst hier und es gab Klänge. Und alle diese Klänge für die Kinder war das schon eigentlich, würde ich sagen, nicht mal eine Vorstufe, sondern es war schon. Natürlich dann, wenn man schon in die Klassik, wenn man schon mehr erwachsen wird, man kommt in die Klassik, man bekommt schon also den Kontakt zu den Formen, Themen, die die Klassik ausgabe. Und das bringt da gerne wie so stark in das Unterbewusstsein, dass es dann wirklich alles das, was außer der Klassik, ich möchte mich hier nicht auslassen, warum die Klassik so stark ist. Selbstverständlich ist das Blütezeit der europäischen Musikkultur, das wissen wir ganz genau. Aber irgendwie beschneidet sie ganz gewisse Bereiche, die auch zur Musik gehören, zum Beispiel, wie gesagt, auch die außereuropäische Musik. Die Formen, die Art der Artikulation, der Generierung des Klanges und so weiter, so dass man das als etwas Fremdes aufnimmt und eigentlich unwillig. Naja, man geht in das Konzert, hört sich das an. Aber es erregt einen nicht. Und das, finde ich, führt zu einer Art von Verarmung. Wenn wir jetzt sagen würden, wenn ich so auf diese Zugänge zur neuen Musik, was heißt überhaupt die neue Musik, müsste man sich die Frage stellen. In jeder Epoche haben wir eine neue Musik. Da müssen wir feststellen, dass eigentlich das, was wir als Musik bezeichnen und als Entwicklung der Musik, das zieht sich vor mit der Menschheit, selbstverständlich, als eine Sprache. Aber ich würde fragen, ob der Inhalt sich entwickelt, ist fraglich. Ich würde nie wagen zu sagen, dass zum Beispiel eine Sinfonie von einem Tschaikowski weit Gewichtigeres sagt, als das gregorianische Gesänge aus dem Mittelalter. So ist es doch nicht. Es entwickelt sich nur, ich würde sagen, das Äußerliche. Ja, man könnte das Anführungsstücke sagen, Mode bestimmt auch, obwohl da ganz bestimmte Gesetze sind in der Musiksprache, in der Entwicklung der Musiksprache, die das regeln. Das ist nämlich, meiner Ansicht nach, die Entwicklung der technischen Mittel. Ich sage immer meinen Studenten, es gäbe keinen Chopin, gäbe es nicht die Erfahrung, was die Mechanik angeht, die ganze Kraft übertragen auf den Hammer. Denn man könnte die Minutenwalzer von Chopin nicht spielen auf dem alten Hammerklavier, weil der Hammer nicht so schnell schnellen könnte, um die Note zu schlagen mit der Repetition. Also da bräuchte man schon diese Erfahrung der Technik. Nicht nur das, man müsste Stahl haben. Dann stellen Sie sich bitte vor, Polonaise Fantasie von Chopin gespielt auf einem Cembalo. Das ist doch unmöglich überhaupt. Also, auch ganz grob gesagt, was wissen wir doch alle, die sogenannte elektronische Musik würde doch nicht Musik konkret oder elektronische Musik würde doch nicht existieren ohne diesen allen Möglichkeiten der Aufzeichnung und der Bearbeitung des Klanges und so weiter und so weiter. Also das sind die Gesetze, die die sogenannte Entwicklung
Musik erleben, weil sie ein sehr wichtiger Faktor der menschlichen Gesellschaft ist. Es gibt, wir wissen, keine einzige Kultur, keine einzige Zivilisation in der Welt, in der ganzen Geschichte, die sich der Musik nicht bedient hat, nennen wir es so. Also muss das ein wirklich sehr wichtiger, ein wichtiges Element sein der gesellschaftlichen Kommunikation, wenn der Mensch ohne die Musik nicht auskommt. Und jetzt selbstverständlich in jeder Epoche greift er zu den Mitteln, die ihm am besten das Sein, das Problem des Seins in der Gegenwart, das Erleben des Seins, des großen Geheimnisses, ja, ermöglicht diese Darstellung. Da greift er zu dem. Und man kann heute feststellen, und das kann man schon sagen, dass wir so weit in der Entwicklung der Musiksprache gelangt sind, nicht in Europa, das ist die weiße Kultur, dass man sagen kann, alles, was hörbar ist, kann dem Komponisten dienen, eine musikalische Form niederzulegen, die das trägt, was wir Musik nennen. Denn das ist nicht der Klang, meine Ansicht. Der Ton, der Klang ist noch nicht Musik. Das merkt man, man kann auch die, jeder von uns kann sagen, der die technischen Elemente der Musiksprache erlernen, aber das heißt noch nicht, dass er Komponist ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich fast jeden Morgen, wenn ich aufstehe, frage ich mich, ob ich noch Komponist bin. Und ich glaube, dass sie so wie mit Dichter. Entweder kommt es und ich habe durch die Klänge etwas zu vermitteln, oder es kommt nicht. Das ist auch eines der Probleme der sogenannten Schaffenden. Jetzt zu den kleinen Stücken, die ich hier in den Vortrag werde. Selbstverständlich mit dem Laien arbeitet, aber das ist eine ziemlich bekannte Geschichte, die Ostblock-Staaten. Ich bin ein Chor und das war immer schon der Brauch, dass man eben für die Amateure und auch für die Kinder, Sie kennen doch ganz gewiss die Professor von Bartow, das ist nicht eine Schule, aber das ist eben die Annäherung, Versuch der Annäherung, anders das Klavier zu betrachten, die Musik für Klavier, als das in der Klassik war. Und das ist so schön in den sechs Wochen vorbereitet, auch in der Jugend. Also an so etwas hat man gedacht. Mit den fünf kleinen Stücken für drei Blockflöte, das war einfacher. Ich habe Verbindung zum Möck-Verlag in Celle und wie Sie wissen, das war zuerst eine Fabrik, die dann sozusagen die Blockflöten hergestellt hat und hat so eine Reihe von Stücken für Blockflöten entwickelt und da wurde ich gebeten, 69 auch mitzuwirken und solche fünf kleine Stücke, denn die Zahl der Seiten ist bestimmt in diesen Heften. Die Bedingung war, dass es nicht während des Spiels umgeblättert werden darf. Und das ist auch für die Amateure, die Blockflöten brauchen. Also ich kann entweder auf eine Seite oder auf zwei Seiten. Es darf nicht umgeblättert werden. Und so dachte ich mir, und das ist dann verbunden mit dem, auch mit diesen sieben Arabesken, ich hatte schon die Periode der Dodekaphonie in den Nier, aber immerhin für die Amateure, nein, war das ein Problem? Was ist das eigentlich, die Dekaphonie? Denn ich bin auch gelehrt worden, dass diese Mittel, die Dekaphonie entwickelt hat, also ich meine Ausdrucksmittel, die dienen eigentlich nur pessimistischen Stimmungen, sagen wir, die man also von sich geben kann und eigentlich nach Frustration und so weiter und so weiter. So hat man Peter, den Schönberg, den Wilder, wir wissen, dass der Wilder noch ein Klassiker ist oder auch ein Alban Berner, das zweite Dimension. Und den wollte ich trotzdem, das ist doch nicht so. Das ist genauso ein Mittel, das auch heitere Sachen, nicht in diesem Sinne, die lustige Musik, heitere Musik, sie können, das war der Druck auch im Osten, das haben wir auch in Polen auch erlebt, was man versucht hat, lustige Musik zu schreiben, damit der Arbeiter, wenn er gearbeitet hat, dann in gute Stimmung ist und sein Soll erfüllt. Das ist ein Quatsch. Aber wir vergessen sehr oft, und da würde ich auf den Huizinga, auf den Niederländer, zurückgreifen, Homo Ludens, auf sein Buch, in dem er sagt, dass der Mensch nicht nur Homo Faber ist,
sahen wir ganz einfache für Laien, die die Blockflöte bei mir gekauft haben, fünf kleine Stücke anbieten. Ob mir das gelungen ist, das werden wir jetzt gleich hören.
Und dann kam ich auf die Idee, aber was soll man von vielen sagen, die nicht zu Ende realisiert worden sind. In 7 Arabesken sollten 5 Bagatellen, nach den 5 Bagatellen 3 Essays, 2 Sonaten und ein Konzert für Geige. Also die Entwicklung ist ganz eindeutig. Bis heute sind nur die 7 Arabesken geblieben und eine von den Sonaten unter dem Titel 1 und 1 und 1 und 1 für 1 bis 4 Streichinstrumente ist vor 3 Jahren hier am Ziel des Streichquartetts aufgeführt worden. Das ist ein spezielles Stück. Es kann auch von einer Geige geschrieben worden, aber von einem Streichquartett oder von 4 Kontrabässen. Das ist schon eine andere Sache, die ich vielleicht nächstes Jahr, ich kündige, wie Sie sehen, ich kündige schon für das nächste das Festival, dass wir dann wieder dieses Gespräch mit den Werten, die mit uns und mit den Herrschaften, die heute am nächsten sind, weiterführen. Ja? Ich würde sagen, das hat dann eine Vertiefung. Ja, auch diese Arabesken sind auf eine, könnte man sagen, eine Suite, gemäß weiter komponiert. Der langsame Satz, der erste, der ist einleitend, dann ist so ein angedeuteter kleine Walzer, man könnte sagen, ein Titel geben, dann hier, das habe ich von Kindern im Ohren gehört, ja, das ist ein Puppenwalzer. Dann kommt etwas Martialisches, und nachdem kommen Glocken aus der Ferne und dann kommt wieder ein Martellato-Stück und etwas Dramatik und am Schluss ein ganz, könnte man sagen, Seltenheitswert, das ist eine ausgefeilte Idee eines Komponisten, wo die Geigen nur auf den leeren Seiten spielen, also auf der G, D, A und E-Seite. Kein anderer Ton wird da genommen. Ich würde sagen, die harmonische Entwicklung und so weiter ist im Klavier. Ich habe den Damen bei der Probe gestern gesagt, dass es eben, vielleicht war das ein Unterbewusstsein, dass ich nur in meiner Studienzeit eben mit Erstaunen sein herrliches, eigentlich vergessenes Lied von Cornelius gehört habe, ein Ton. Die Sängerin nur auf einem Ton rezitiert. Und die ganze Form und Spannung entwickelt sich von der Harmonik, von der Klavierpart. Ja, etwas, was eigentlich in der allgemein bekannten weiß, wie man die Lieder komponiert, nicht vorkommen. Das ist ein Rezitativ. Nur auf einen. Ja,
Sollte das Drama spüren lassen,
Verbindung aufnehmen. Das Vergangene ist vergangen. Fröhliche Segel setzt das Boot. Als Tragödie, dann als Farce, sagt Hegel.